Hey ho, ich begrüße euch zur Folge 100 der zweiten Staffel. Wir spielen Minecraft von und mit eurem Vorbundler. Ich habe natürlich lange überlegt, was ich denn mal so Originelles machen soll in dieser 100. Folge, und mir ist auch lange Zeit überhaupt nichts eingefallen. Doch nun habe ich doch eine Idee. Back to the roots sozusagen. Ihr seht schon wieder, dass hier wieder alles überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Meine eigene Technik hat mich mal wieder im Griff. Das macht aber jetzt nichts. Wir fahren zurück zu der ersten Insel, auf der wir hier damals gestrandet sind. Ihr wisst, das ist sehr weit weg. Ich kenne jetzt nur noch die grobe Richtung. Wo wir lang müssen. Ersatzboot ist auch wieder im Gepäck. So, aber dann geht natürlich die große Sucherei los. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, ist es sehr weit entfernt. Keine Sorge, ich mache da jetzt auch gleich einen Schnitt. Ich wollte euch jetzt hier nur den Anfang nochmal zeigen, wie es so losgeht. Und ich habe dann etwas vor. Aber ich sag mal so, diese Folge wird jetzt eh ein bisschen länger, schätze ich mal, als normal. Und da kann ich euch, habe ich noch genug Zeit, euch das von meinem neuen Projekt dann zu erzählen. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass ich mir hier also einen Weg auf den Ozean durchkämpfe. Ich glaube, ich muss jetzt hier durch. Und dann mache ich gleich mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich vielleicht, ja, hoffe ich doch mal, jetzt innerhalb der nächsten paar Stunden diese Insel wiederfinde. Sie war ja wirklich sehr klein und sehr weit entfernt, mitten im Ozean. Ich schätze mal, ich kann meine Lenkbewegung auf dem Boot ein bisschen reproduzieren, also umgedreht, ne? So dass ich das wiederfinden werde irgendwie. Und macht jetzt natürlich auch keinen Sinn, mich hier irgendwie alle Betten abzubauen oder was und dann irgendwie irgendwo runterzuspringen. Selbstmords begehen möchte ich ja auch nicht, ist ja auch nicht so schön in so einer 100. Folge, wenn sich der einer ständig umbringt. Nein, ich denke mal, ja, ich habe das Inventar ja auch voll. Ich nehme einiges an Zeug mit. So, hier ist ja unser Bert, der wohnt da oben, ne? Den besuchen wir jetzt nicht. Ich habe das Inventar voll und ich habe da auch für ungefähr einen Spieltag gebraucht, um alles Zeug zusammen zu suchen. Ich hoffe mal, ich habe hier wirklich nichts vergessen, denn das ist wirklich ziemlich blöde, wenn man da hinten auf der Insel irgendwo ist und alles vergessen hat. Gut, es ist soweit. Wir haben den freien Ozean erreicht und ich werde jetzt einen Cut machen. Wünscht mir mal viel Glück auf meiner Suche. Land in Sicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe sie gefunden. Doch, 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 das ist sie. Das ist sie. Unsere Heimatinsel. Nein, nicht unsere Heimatinsel. Unsere Insel des Ursprungs oder was auch immer. Das ist ja wirklich cool. War gar nicht so schwierig. Bin ein bisschen gekreuzt und so. Hab inzwischen dann ein paar Lieder gesungen und sowas. Aber hurra, hurra. Wir sind da. Hier, wo alles begann. Ewig weit weg von der Zivilisation. Stark. Sehr gut. So, und jetzt kann ich euch auch verraten, was ich vorhabe. Ich habe vor, hier jetzt erstmal zu schlafen, damit der Spawnpunkt hier gesetzt wird. Und viele Leute haben immer mal wieder gefragt oder mich darum gebeten, hör mal, ne, bau doch mal wieder eine Burg. Du kannst so schöne Burgen bauen. Mach doch mal wieder eine. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eine schöne Idee, hier einfach mal eine kleine Wasserburg hinzubauen. Ja, auf unsere Insel. Deswegen seht ihr, ich habe auch ganz viel so Stein mitgebracht. Naja, nicht ganz viel, ein wenig werde ich mir noch hacken müssen. Und das eignet sich doch bestimmt ganz gut für so eine kleine Mini-Folge.
Klappt denn das jetzt überhaupt so mit dem Bett so mitten an der Wand? Ja, doch, das geht. So eine kleine Mini-Folge oder Riesenfolge, keine Ahnung, wie auch immer. Wir bauen eine Burg. Eine Wasserburg. Was ist die Burg Wasserstein oder so? Das ist doch eigentlich kein schlechter Name. So, da muss ich mich aber auch jetzt mal hier richtig reinhauen hier. Oh, ja, und Felder muss ich noch anlegen. Nur Nahrung habe ich natürlich jetzt erstmal dabei. Das lassen wir alles jetzt mal hier ein bisschen liegen. Ja, das können wir alles hier mal lassen. Bevor uns was zustößt. Obwohl, wir haben ja jetzt den Spawnpunkt hier direkt. So, weiter geht's. Lass uns mal ein bisschen gucken, wie das hier so aussieht. Erstmal müssen wir einen Baum pflanzen. Ist zwar jetzt eigentlich nö, ist Quatsch. Ist gar nicht nötig. So, pass mal auf. Ach, das ist doch schon ziemlich cool. Das sieht doch schon aus hier, als wäre das so eine Landebucht. Dann machen wir hier eine Mauer hin. Hier irgendwie Landung und das Feld werden wir dann umlegen, irgendwo anders hin. Die ist größer, als ich dachte, wisst ihr das? Ich hatte eigentlich vor, die komplette Insel jetzt zu ummauern. Aber das wird ja ganz schön viel. Was ist, wenn man jetzt hier in dem Bereich... Jetzt muss ich doch ein bisschen nachdenken. Okay, hier unten könnte natürlich auch super das Feld hin. Und wenn man jetzt hier eine Mauer zieht... So ungefähr. Schöner Koppelstein, ne? Das ist perfekt zum Bogen bauen. Hier werden wir natürlich auch ein bisschen aufhübschen noch. Gar keine Frage. So, pass auf. Dann machen wir nämlich jetzt hier. Ist so ein äußerer Bereich mit Feldern und ein paar Bäumen und so. Das muss ja nicht groß sein. Irgendwie was Kleines. Hier so ein paar Kürbisse wollte ich noch einpflanzen. Habe ich Kürbis dabei? Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den jetzt nicht doch noch da gelassen habe. Man hat ja immer Probleme mit dem Inventar und wägt dann so ab, was man denn mitnimmt und was nicht. So, dann ist hier auch eine Außenwand. So, jetzt werde ich erstmal anfangen, hier so einen Grundriss von der späteren Burg zu legen. Dabei fallen mir dann schon immer so die Ideen ein, wo man welchen Gebäudetrakt hinbauen kann. Ich weiß nicht, man kann ja auch hier mal ruhig so eine Ecke noch einbauen. Das ist immer ein großer Tipp, wenn man auch ein normales Haus zum Beispiel anfängt. Nicht einfach nur, so und jetzt mache ich hier schon Schluss. Das ist schön, wenn draußen dann noch so ein bisschen Gras oder so davor ist. Nicht einfach nur so ein Rechteck als Grundriss festlegen, sondern ruhig mal ein paar Ecken und Kanten reinmachen. Dadurch wird das Haus meistens automatisch ein bisschen interessanter. So. Genau, ist schon ziemlich cool. Man sieht auch schon hier diese Abstufung der Erde. Das muss man nicht sofort weghacken, sondern kann man vielleicht hinterher so stufig irgendwas reinbauen. Ne? Da hinten könnten wir dann natürlich unseren, was weiß ich, hier den Wohnbereich. Und da hinten so ein Arbeitsbereich mit so einem Mineneingang und Lagerraum und solche Geschichten. Na? Gut, mach weiter hier, ne? Ich werde jetzt natürlich noch ein paar Schnitte einfügen. Mal gucken, wie weit ich das jetzt hier so realisiert bekomme. Wahrscheinlich muss ich hier auch über mehrere Tage mal so ein bisschen drehen. Und möchte das dann hinterher natürlich schon zu einer einzigen Folge zusammenschneiden. Wasserburg total irgendwie, keine Ahnung. So, hier gehe ich mal so richtig ans Wasser ran. Das gefällt mir irgendwie ganz gut, dass das hier so natürlich. Ich weiß es überhaupt nicht mehr, ob wir das damals selber. Ich glaube, nee, das habe ich selber so aufgeschlagen, weil ich Erde brauchte, ne? Egal. Es ist auf jeden Fall jetzt ganz gut. Schon ist ein Stack Cobble verbraucht und da haben wir schon das erste Problem. Denn
Der wird nicht ewig reichen. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Stacks Cobble mitgebracht. Seit wann sage ich eigentlich Cobble? Das heißt Koppelstein. Breche ich hier auch noch mit meinen eigenen Traditionen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Soweit ist es schon mit mir. Das habt ihr aus mir gemacht. So. Ah, da kann man doch schon ein bisschen erkennen. Da hinten liegt da ein Erd. Schwebt noch so ein Erdstückchen rum. Wir haben uns, jetzt können uns das nicht erlauben, jetzt hier irgendwie Material zu verschwenden, ne? Das ist ja jetzt hier praktisch so eine Archäologie, ja? So ein Bereich, der sich völlig selbstständig versorgen kann und total abgeschlossen ist von der Umwelt. Im Mittelalterstil. So, hier machen wir auch nochmal eine Ecke. Ein kleiner Strand davor ist eigentlich nicht schlecht. Machen wir hier Schluss. Ja, die Verschönerungsarbeiten, die kommen dann natürlich noch. Das ist ganz, ganz klar. Damit müssen wir uns jetzt nicht aufhalten. Ich will hier erstmal so ein Bild von der ganzen Sache bekommen. Guck mal, da ist zum Beispiel die Kante von dieser Wand. Könnte man doch jetzt praktisch hier weiterführen. Hier vielleicht nochmal einen kleinen Zusatzraum gewinnen. Wir brauchen ein bisschen Schwemm- und Strandzone, ne, falls es mal eine Flut gibt. Das fände ich auch lustig, wenn ab und zu bei Minecraft dieser Meeresspiegel ansteigen würde. Ist jetzt wieder so eine typische Spinnerei von mir, ne? So, gehen wir hier einfach nochmal übers Meer, übers Wasser. So, da bin ich einmal rum. Dumm die Dumm. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich wollte noch Mossstone mitbringen, also diesen Moosstein. Damit kann man natürlich hier unten am Wasser unheimlich schön mal so die Wand ein bisschen besser verkleiden, ne? Aber ja, wie gesagt, Inventar war dann irgendwann voll. Und dann verzichtet man auf ein paar Deko-Sachen. Aber wenn wir hier öfters sind, könnte man vielleicht nochmal ein wenig Bojen aufstellen. So. Jetzt könnte ich erstmal so gucken, dass ich die natürlichen Erdbestände hier so lasse. Obwohl, das sieht jetzt echt hässlich aus, ne? So, das spart man natürlich jetzt mal ein bisschen. Ja, sowas mag ich einfach überhaupt nicht. Komm, machen wir den weg. Gucken wir erstmal von außen, dass es erstmal so auf dem Boden steht, alles. Schwupp, plupp. Hier ist auch noch so eine widerliche Kante. Boah. Schwupp. Und hier noch hin. Ich denke, das ist okay. Komm, so sparsam wollen wir jetzt nicht sein. Das machen wir hier noch eben. Auch hübsch hier mit dem. Wie sieht's hier aus? Ach du meine Güte, ganz, ganz, ganz schäbig. Ganz, ganz, ganz schäbig. Gut. Abhauen. Luft holen. Wunderbar. Ja, viele sagten, hatten mir auch vorgeschlagen, mal wieder vielleicht nach Bad Schönfeld zurückzugehen in der 100. Folge. Ne? Naja, ehrlich gesagt, natürlich, man will ja immer so auch nochmal was von früher sehen und so, ne? Aber was hat das für einen Sinn? Denn Bad Schönfels hat mit dieser Staffel ja nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Und wer gerne mal so einen Rundflug Bad Schönfels noch erleben will, der kann sich ja auch die erste Staffel nochmal angucken, beziehungsweise vor allem natürlich die Folge 100 damals
Da habe ich nämlich auch schon so einen Rundgang gemacht über, ja, durch diese Bad Schönfelser Welt. Aber das passt jetzt einfach nicht so schön vom Thema her. Und ich habe schon was gesucht, was man einfach mal hier machen kann, was hier einen Zusammenhang hat mit dieser Welt. Und das ist ja jetzt wirklich unser Anfang in dieser Staffel. Diese lustige Insel. Ja, lustig ist sie jetzt gar nicht. Also sie hat mir noch gar keinen Witz erzählt, aber ich finde sie jedenfalls interessant. Deswegen habe ich mich ja damals auch für diesen Seed hier entschieden. Ich erinnere mich, das war wirklich. Ah, ich hab doch damals Karten gesucht für unsere Server-Map. Habe ich ganz viele Seeds ausprobiert und dieser war mir aufgefallen, weil der so viele, oder weil man da eben auf so einer Insel rauskam. Und dann habe ich den mal damals genommen, um, weil das eben spannend ist, auf so einer ganz kleinen Insel zu starten, wo wirklich nur ein Baum drauf stand. Ja, ohne Baum ist natürlich ist wirklich schlecht, dann hast du kein Material, gar nichts. Und so, und können wir hier doch mal aufkippen. Das sehe ich doch schon so, dass das. Ach, und das ist. Oh, guck mal, oh, ein Enderman. Na, Enderman, du willst mir jetzt hier meine Burg auseinandernehmen, ne? Hör mal, ich mach dich hier fertig mit dem. Ja. Kein Auge. Kein Auge. Mit dem guten Steinschwert. Das geht alles. Man muss den Endermännern in die Beine hauen, ne? Wer es nicht weiß. In die Beine rein. Also nicht zwischen die Beine, bitte. Ja, so brutal sind wir dann auch wieder nicht. Aber in die Beine. Dann, teleportieren die sich nicht so weg. Gut, weiter. Weiter. So. Ja, die Ecken hier. So, da sind wir eigentlich schon bald rum. Also das geht ja schneller, als die Polizei erlaubt. So, hier ist der äußere Bereich. Das wollte ich ja so lassen. Ja, ist jetzt auch für mich völlig unvorbereitet, ne? Dann habe ich das halt gemischt hier so. Viele Leute immer hier von wegen Burg, Burg, Burg. Alles noch aus der alten Wiesenfelder-Zeit. Und dann dachte ich, so sei es. Ne? Komm, machen wir hier mal alles auf eine Ebene. Das ist ja schönlich schön hier mit dem. Das gefällt mir ganz gut. Aber hier sollte ja Mauern lang. Also pass auf, dann hat man hier eine Anlegestelle. Feld kommt weg. Hier geht ein enger Weg. Die müssen natürlich auch nicht breiter sein, als das ist ja schon so ein Hauptweg hier, Zweierbreite, ne? Dann könnte man, da oben ist Arbeitsbereich, er könnte das jetzt hier so runter, da könnte hier schön ein Tor sein. Ein Zweiertor. Wo kommt denn der Baum her? Ach so, ja, richtig. Der stand da ja schon. Den habe ich beim letzten Besuch mal gepflanzt. Könnte ich jetzt auch stehen lassen, aber ich will das jetzt erstmal so alles nackig haben. Ja, klar, ich kriege wieder das Achievement. Völlig logisch. Kommt, weil ich immer zwischen den verschiedenen Spielversionen herschalten muss. Den Server muss ich mit meinem normalen 1.2.5er betreten. Das ist jetzt hier so ein Snapshot. So. Da hinten die Wand kann auf die gleiche Höhe gezogen werden. Hier mache ich jetzt einfach nur ein. So, mache ich immer noch die Ecke so und dann kann man hier so ein schönes Geländer oder was einziehen, so ein Zaun. Sehr interessant, sehr interessant. Man könnte sich natürlich auch mal Gedanken machen, wie man die Wand jetzt auch ein bisschen designt, ne? Also man sollte jetzt ja nicht so einfach so eine Koppelsteinwand da sein, sondern oh, gleich ist auch wieder hier finito. Die kann ja ruhig ein bisschen so Verzierungen bekommen. Gut, aber da kann man sich ja mal
das durch den Kopf gehen lassen. Wichtiger ist jetzt erstmal, dass ich die Insel einigermaßen beleuchte. Das war's mit dem Koppelstein tatsächlich. Habe ich noch was in die Kiste gepackt vorhin? Ein Stack, das ist nicht viel, Leute, das ist nicht viel. Gut, da riech ich noch einmal hier so rum. Aber wenn wir jetzt auch mit Verzierung, also so Treppenstufen bauen wollen und sowas, ne, um da so Löcher zu machen in den Wänden und so, das ist natürlich alles ein bisschen materialaufwendig. Da werde ich dann also gleich mal buddeln gehen müssen. Unter dem Häuschen da. Am besten nächste Nacht, wenn ich so lange noch was zu tun habe. So, es hat sich bald erledigt hier. Aha. Hier kam wieder Erde rein. Huch. Natürlich könnte auch noch ein Rundgang oben drauf, wo man dann ab und zu mit so Stufen irgendwie nach unten kommt, außen. Also, es ist ja relativ sicher hier, also, so, ne? Außer Piraten, die uns vielleicht angreifen, werden ja hier so kaum Monster jetzt droppen. Da auf diesem kleinen Stückchen außen. Hier machen wir jetzt hell. Oh, ich habe nur, glaube ich, so viel Fackeln dabei. Das ist natürlich jetzt nicht so. Alles so ein bisschen auf dem letzten Drücker hier. Gut. Ich denke, das soll mir jetzt erstmal reichen. Man kann schon so ein bisschen was erkennen. Jetzt fehlt natürlich, allerdings, fehlt noch ja, Material für Gebäude. Wo kriege ich das her? Oh, das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man jetzt hier so lang gehen kann. Ah. Das kann hier weg. Da geht der Weg hoch, da kommen hier Treppen hin. Und dann sollten wir hier vielleicht mal ein Gebäude vergrößern. Hier so ein kleiner Platz. Ah, ich kann jetzt auch schon langsam wieder so ein bisschen, ja, so leichte Visionen vor meinem geistigen Auge erkennen. Hier nochmal eben andeuten, dass da ein Tor hin soll. Das muss ich natürlich schöner machen. Aber wie gesagt, dafür brauche ich jetzt erstmal wieder neues Material. Und da muss ich mich mal in die Mine unten zurückziehen, die noch gar nicht vorhanden ist. Da buddel ich mich jetzt erstmal runter. Ach komm, lass uns einfach starten. Da könnt ihr auch noch ein bisschen zugucken. Erst wenn es jetzt zu krass wird, ne, dann blende ich das mal wieder aus und mache einen kleinen Schnitt. Mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir unten vielleicht sogar noch ein schönes Höhlensystem finden. Kann ja gut sein. Tiefbohrung. Mal ein Stück Tiefbohrung. Na, was sag ich denn? Was sag ich denn? Da sind wir doch schon. Das ist doch schon vielversprechend. Oha. Hier komme ich nicht gut runter. Oh ja. Oh ja. Da geht es ja noch richtig runter. Und da steht auch schon jemand, der mich erwartet. Okay. Okay, hier kann man natürlich jetzt erstmal Koppelstein absäen. Ne? Das ist ja. Das ist mir im Weg. Komm mal hier noch schön runter. Ah, oh, da ist aber wirklich vielversprechend noch unten allerhand los. Mal so ein wenig die Sicht aufschlagen.
Hervorragend. Aber gut, das ist jetzt erstmal später dran. Ich werde hier oben ein wenig abschlagen, alles, um Koppelstein zu gewinnen. Das ist jetzt hier mein Steinbruch. Nicht zu hoch buddeln. Ich denke mal, so ist okay. So, und dann mache ich einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Wenn man einen Grundriss für so eine kleine Burganlage gelegt hat, dann fängt man am besten an, mal so ein paar, ja, einfache Wege so zu fixieren. Denn anhand so eines Wegesystems kann man schon mal so ein bisschen erkennen, wo vielleicht noch was hinpasst und welche Form das alles annimmt. Ich habe jetzt natürlich mal ein wenig, ja, hier noch ein paar Stacks. Koppelstein gefarmt und werde jetzt hier so einen einfachen Grindweg anlegen. In diese Höhle unten, mit dem Monster bin ich natürlich noch nicht rein. Das ist jetzt alles noch ein wenig zu früh für solche Aktionen. Ja, hier noch rum. Man kann natürlich auch einen einfachen Grundweg nehmen, aber ich denke mal, hier so außenrum ist doppelspurig ganz okay. Vielleicht dann auch noch hier so ein bisschen weiter, jetzt wenigstens nur mal andeuten. Damit ich das, ja, das ist einfach wie, als hätte man das so anskizziert. So, jetzt kommt hier praktisch unser Werkgebäude hin. Am besten mit einer Öffnung nach vorne, damit hier die Wege immer ganz gut sind, so zu erreichen. Ah, ja, so, genau. Hier nochmal hoch. Ja, ich denke mal, das ist genau. Hier können wir noch ein bisschen angleichen. Lückenfüller. So. Ja, genau. Genau. Ich fange schon mal direkt ein bisschen an, ja, dekomäßig irgendwie was zu versuchen. Ich habe einfach mal Schönstein mitgebracht, weil Schönstein eben leicht zu kriegen ist. Und wenn man das jetzt so ein bisschen so abgrenzt, irgendwie dem Stil, diese untere Mauer vielleicht auch noch mal in Schönstein baut oder sogar jetzt einen davor direkt, genau. So. Ja, so sind die Treppenstufen auch gleichmäßig gemacht. Du kommst noch mal weg. Dann stört mich noch irgendwas an der Ecke. Da könnte ich mir aber vielleicht einen Baum vorstellen. Baum. Gar nicht lange dann zögern. Direkt Baum holen. Baum holen. Den lassen wir einfach mal wachsen. Mal gucken. Der sollte eigentlich relativ groß werden. Weil der hier so eine Begrenzung ringsherum hat. Dann werden die meistens etwas größer, die Bäume. Gut. Ein bisschen frühstücken. Ich liebe es, schon direkt so ein saftiges Steak am frühen Morgen zu essen. Was gibt es Besseres, ne? Jetzt werde ich hier mal weitermachen mit dem. Und zwar sollte dann vielleicht hier auch wieder noch so eine Fläche vor sein. Das wäre dann die Tür. Genau. Wie sah das denn an der hinteren Ecke hier aus? Ist so ein bisschen öselig, ne? So. Das stelle ich mir gut vor. Hier könnte man dann vielleicht langlaufen, da müsste aber auch tatsächlich dann hier jetzt das Gebäude begrenzt werden. Jetzt gucke ich mir auch mal an, was das hier für eine Ecke hatte. Das war einmal nach innen, dann ein Zickzack. Wo fängt das an?
Hier. Einmal nach innen, dann zickzack, zwei nach vorne. So. So hätte das hier so eine symmetrische Form. Muss man ja nicht machen, aber ich denke mal, das ist jetzt okay. Da kann man, hat man hier nochmal eine Nische für so einen kleinen Garten oder irgendwas in der Art. Ne? Dann kann hier der Weg auch direkt weitergebaut werden. Samt ist auch gut, da können wir nachher Fenster von braten. Deswegen aber keine Fenster mitgenommen, weil man sich die eh schnell machen kann. Am Meer ist ja immer Sand irgendwie. Sonst muss man ein bisschen tauchen, da finden wir überall Sand. Ja, machen wir dann schönes Glas draus. So, herrlich. Das hier wieder so eine Schmuddelecke, ne? Das könnte ja vielleicht hier erstmal bleiben. Das stört mich im Moment noch nicht. Gut. Dann schauen wir hier mal weiter. Hier zweispurig, nehmen wir hier nur einspurig vielleicht hoch. Stufe rein. Hier zumachen mit Erde. Genau. Sowas. Sowas in der Art. So. Hat man hier so eine schöne Ecke irgendwie. So, der hintere Bereich, da war ich noch gar nicht. Hier ist was, so Waschstelle oder sowas, keine Ahnung. Geht uns denn hier auch schon das Gemüse ein? Sag mal, ja, das ist weniger geworden, ne? Huiuiui. Gut, da werde ich mich dann vielleicht doch jetzt erstmal an so ein neues Feld machen, dass wir hier so ein bisschen Wasserwege ausheben. Und da immer schön Feld dran drauf züchten. Ich habe Seeds habe ich mitgebracht. Für Brot. Das kann ich jetzt auch erstmal andeuten. Ich muss auch aufpassen. Ich habe unten gebuddelt. Kann gut sein, dass ich. Nee, so weit bin ich, glaube ich, nicht. Ich bin bis zu dieser Etage, glaube ich. Warte mal. Lass mal eben was testen. Ah, nee. Ist doch noch doppelte Höhe. Dann ist ja gut. So, dann machen wir doch hier einfach mal 0815 Feld. Kann man auch noch schöner machen, ne? Da ist es auch ein bisschen, na, gucken wir mal. Ist jetzt erstmal eine Idee, nur zum Festhalten. Auch nicht schlecht, wenn das so strömt eigentlich. Dann könnte man hier solche. Könnte man es so machen, dass das Getreide hier unten angespült wird. Das lassen wir am besten so. Wie weit fließt denn das? Hier weniger? Ach so, war das da vorne? Okay. Das wäre nicht schlecht. Das ist nämlich immer sehr praktisch. Gut, weiter im Text. Hier oben soll Wohnbereich hin, ja, habe ich gesagt. Kemenate. Herrlich. Das ist ja wunderschön hier, ne? Auf so einer Insel. Gut, aber da müssen wir den Boden ein wenig angleichen. Das gibt sonst nichts, oder? Hier gucken wir noch lang. Ah, hier so. Ja, doch, 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 doch. Kohle habe ich mitgebracht. Keine Aufregung. Ich kann auch Fackeln machen. So, ja. Ja. Ja, das mache ich so. Und zwar wird hier jetzt die Mauer gezogen. Das sieht bestimmt cool aus, wenn das hier so stufig ist. So von außen. So, das ist jetzt die Wohngebäudemauer. Alles klein und schnuckelig. So, dann werden wir mal gucken. Ja, das ist natürlich hier zu eng. Da können wir nichts mit anfangen.
Gut, ich mache einfach nochmal einen kleinen Cut und überlege mir das hier mal so ein bisschen. Das ist jetzt zu viel Denkarbeit. Das kostet sehr viel Zeit. Sekündchen. So. Wieder ein Tag ist um. Ich habe einiges erledigt. Hier noch so ein bisschen weitergemacht. Und hier noch so ein bisschen weitergemacht. Und ja, hier ist so eine richtige Pinkelecke, hätte ich jetzt fast gesagt. Getreide habe ich schon angepflanzt. Und auch da hinten in dem späteren Wohnbereich ein bisschen was getan. Das soll jetzt hier aber mal weggehen. Na, hopp, 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 hopp. Na, also wäre das auch erledigt. So. Gut, das ist natürlich jetzt hier noch relativ eng in diesem späteren Wohngebäude. Und deswegen werde ich auch hier unten nur so eine Eingangshalle bauen. Oder irgendwie was mit so einer Treppe. Oder Leiter. Nö, ich denke, eine Treppe sollte ich hinbekommen. Ich bin mir noch nicht einig über die Deckenhöhe. Vielleicht wirklich hier nur so eine Zweierhöhe machen oder sowas. Ich kletter mal hier rauf. Weil ist ja auch der untere Bereich und naja, das muss man sowieso bedenken, dass man nicht immer so ganz riesengroß baut. Ja, ich habe zum Beispiel auch eine große Freude immer daran, so frühere Bauten dann halt irgendwie im Laufe der Zeit noch weiter auszubauen und zu verändern und so. Ne? Das ist immer sehr reizvoll, finde ich. Deswegen, wenn wir jetzt hier unten wahrscheinlich nehme ich da eher mal Holz für. Ja, mache ich das direkt mal. Ich hole mal Holz. Hab ich nicht noch welches dabei? Nee. Nachts scheint es hier jetzt relativ sicher zu sein. Hab auch die letzte Nacht, also es sind jetzt glaube ich so ein, zwei Spieltage so vergangen. Hab auch letzte Nacht mühelos hier weiterarbeiten können draußen. Was wollte ich denn holen? Ja, genau, etwas Holz. Bla bla blida di bla blida. So, jetzt kommen wir hier mal der Sache näher. Ah, ja, Holz, ne? Wachs mal hier. Ich brauche noch ein paar Bäume. Hier da draußen ist noch Platz für Zuchtbäume, die ich jetzt nicht dabei habe. Das Holz wird nicht ewig reichen. So, jetzt mache ich jetzt hier. Ach Mensch, das ist doch blöd. Wieso mache ich denn das denn so? Dann machen wir das doch richtig. Ja, ich weiß, man soll nicht die Hacke nehmen. Klar, schon völlig klar. Ich baue jetzt da Slabs ein hier. So Halbhölzer. Ne? Halbhölzer. So. Das ist auch sehr gut. So kann man nämlich sein Holz auch nochmal vermehren und der Raum gewinnt auch mehr an Luft. So, jetzt kriege ich das natürlich jetzt noch nicht hier so unter die Decke. Ja, das ist natürlich klar. Ja, gut. Muss ich einen sauren Apfel beißen, habe ich ein bisschen mehr zu tun. Darauf komme ich jetzt auch nicht mehr gut. Dann plane ich jetzt die Treppe, sorry dafür, dass es so ein bisschen chaotisch ist. Aber das ist hier wirklich so ein auf die Schnelle mal wirklich versuchen, so eine Burg hochzukriegen innerhalb einer Folge. Ah, ja. Also hier mache ich den Boden dann einfach auch nochmal als Slabs. Da hat man nochmal ein bisschen mehr Luft. Das ist auch okay. Dann tun wir hier so eine Schaufel her. Dann grab ich schnell den Boden auf. Und pack dann Halbhölzer drauf. Da weiß ich noch nicht, da vorne vielleicht noch Stein. Zeit zum Überlegen ist jetzt nicht besonders viel. So, ja, natürlich jetzt hier das alles noch. Das sieht man ja dann. Das ist ja hässlich. Das muss natürlich dann weg. So.
mal hier noch um die Ecke. So. Nehmen wir denn da? Ach komm, lass uns lieber den groben Koppelstein nehmen. Und den schönen Stein lieber äußerlich so zum Dekorieren noch. Nicht schlecht. Hier eine Tür rein. Hier dasselbe in grün. Hier auch eine Doppeltür rein. So, und dann die Decke. Wo kommt denn jetzt hier so eine Treppe hoch? Wo geht das denn am besten? Das ist eng. Das ist eng. Hier hoch in die Ecke. Das ist auch nicht so gut. Hier so hoch. Das ist es. Das ist es. Ja, ich sehe es schon. Hier so. Vielleicht eine Holztreppe innen bauen. Eine Holztreppe innen bauen ist viel schöner. Ja, innen bauen eine Holztreppe. Komm. Stellen wir uns nicht so an. Rennen wir nochmal hier ran. Brauchen ja auch nicht so viel. Stufen. Ist ja alles schon erledigt. Kurzer Sicherheitsblick. Ich habe nämlich gerade noch hier so einen Film über Dinosaurier gesehen. Wo so Fleischfresser so die ganze Zeit und so neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Ihr wisst ja, ich bin ein Dinosaurier-Fan, ich gucke sowas immer ganz gerne. Gibt es von Terra X gerade auf dem ZDF in der Mediathek eine super Folge, ganz tolle neue Erkenntnisse und die habe ich mir gerade angeguckt, aber kriegst du mit der Angst zu tun. Alles so hundertprozentig computeranimiert und ich habe jetzt die ganze Zeit Angst, dass irgendwie so ein Spinosaurus kommt und mich zerfleischen will oder so. Obwohl das ja meine Lieblingssaurier sind. Nein, meine Zweitlieblings. Mein Lieblingssaurier ist der Allosaurus. Ne? Natürlich alles die Fleischfresser, ne? Oder der Triceratops, der ist als Pflanzenfresser einer meiner Lieblingssaurier. Auf jeden Fall, das tut jetzt ja auch nichts zur Sache. Ich habe nur gerade noch so, merke ich, so ein bisschen Schiss die ganze Zeit. Wenn ich mich jetzt umgucke, dann gucke ich meistens nicht nach Tyrannosauriern, nach Creepern, sondern nach Tyrannosauriern. Das ist verrückt. So. Das ist jetzt Fummelei, aber ich nehme jetzt einfach hier mal so einen billigen Stein, den klatsche ich jetzt hier mal so ran, so. Das brauche ich ja jetzt nur als Schablone, als Form, als Halterung für die eigentlichen Halbhölzer, die ich jetzt unten ran klemmen möchte. Ich nehme da die Hacke für, egal. Jetzt ist völlig wurscht, ne? Ich weiß, dass das nicht gut ist für die Hacke. So, hier scheint es doch schon... Ach nee, Quatsch, das muss ja jetzt hier so drunter. Ist es denn die Möglichkeit? Klack, 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 klack. So machen wir das nämlich schön. Mit 1,3 ist das natürlich anders zu erledigen. Dann geht das auch viel besser. Braucht man da nicht immer so diese Schablone da oben, so eine Form dran bauen. Achso, ich habe ja jetzt eine Treppe, ne? Ich komme ja hoch. gut, Steine weg. Seht ihr, die Nacht ist auch schon wieder oben. Okay, dann mache ich jetzt nochmal einen kleinen Schnitt und guck mal, dass ich jetzt so die nächste Etage draufstelle. Und dann da hinten sehe ich natürlich, müssen wir auch mal unsere Werkstatt weiterbauen. Werkstatt, Mineneingang und jetzt baue ich mir auch eine Axt. Jetzt habt ihr gewonnen. Jetzt denke ich gerade über das Dach nach und ich glaube, ich entscheide mich für ein begehbares Flachdach mit leichten kleinen Andeutungen von Zinnen, ne, oder irgendwie sowas. Jedenfalls ist uns hier so ein ganz hässliches Bäumchen gewachsen, das ich jetzt auch direkt mal wieder abholzen werde. Ich habe mal versucht, es noch ein bisschen zu beschneiden, aber es sieht echt ätzend aus.
Ich denke, wage ich jetzt gleich mal noch einen Versuch, und zwar setze ich den Baum mal so ein. Jetzt muss ich das erstmal entfernen. Vielleicht habe ich jetzt mehr Chance auf einen Riesenbaum, wenn ich den Setzling mal wirklich in eine kleine Grube setze. Normalerweise klappt das immer ganz gut, aber das habe ich beim letzten Versuch schon erzählt. Egal, ich lasse ihn wachsen. Hier habe ich noch ein paar hingestellt. Lassen wir die auch mal noch. So, ich habe nur das Problem, mir ist schon wieder der Stein ausgegangen. Deswegen mache ich jetzt direkt mal wieder ein Päuschen und buddel wieder ein bisschen. Okay, jetzt habe ich doch so innen einigermaßen fertig. Oben das Dach drauf. Ich brauche jetzt dringend Leitern und eine neue Hacke, denn da habe ich ganz vergessen, dass ich die in der letzten Nacht in der Höhle total verbraten habe. Ne, also wird jetzt erstmal gewerkelt. Es nimmt echt schöne Formen an hier oben. Es ist sehr nett. Wir werden also die restlichen, also, ach Quatsch, die restlichen, die nächsten 100 Folgen werden wir auch noch nur auf dieser Insel drehen. Nein, Spaß. Chronologisch bin ich ja auch tatsächlich wirklich da, wo es jetzt auch sein müsste. Also ich habe jetzt nicht diese Folge schon mal irgendwann zwischendurch gedreht. Leitern, das reicht wahrscheinlich nicht so wirklich für Leitern. Ne? Und außerdem brauche ich ja noch mehr Stängel. Machen wir erstmal die noch dazu. Und dann holen wir uns erstmal die Spitzhacke. Zwei Stück. Zwei Stück ist immer eine gute Maßeinheit für so eine Nachtarbeit. So. Also ich habe schon vor, dann jetzt in der nächsten Folge mal gucken, wie es noch so wird, was ich hier noch so zu tun habe. Aber dann werde ich schon. Ach, stellen wir ruhig ein paar mehr her. Macht ja nichts. Werde ich natürlich gucken, dass ich irgendwie wieder zurückkomme. Ein paar Zäune wollte ich mal mitnehmen. Muss ich mal ein paar mehr. So. Habe ich auch schon mal so eine kleine Deko-Idee. Und zwar hier. Das ganze Stein, das muss man natürlich so ein bisschen auflockern, so vom Look. Und das macht man am besten, oder mache ich jetzt ganz gerne immer mit diesem Holz. Das sieht natürlich immer irgendwie falsch rein. Man kann da jetzt halt auch eine Lampe drauf machen. Ist auch nicht schlecht, die Idee. Vielleicht da oben noch sowas rein. Ja, und dann fehlte mir dann doch wieder ein Stückchen. Na, aber das ist es doch wahrscheinlich. So, dann nochmal oben nochmal geguckt. Auf dem Dach. Auf dem Dach. So. Ja. Hier wollte ich doch gerne einen Aufgang machen. Zum Dach. Scheiben baue ich noch. Oh, seht ihr, Scheiben muss ich machen. Muss ich also Sand besorgen. So, und dann war ich mit diesen Zinnen hier fast fertig. Bin mir noch nicht richtig klar. Auf die Ecken wollte ich die erstmal setzen. Und da mal sehen. Da passt eine zwischen. Da und da passt was hin. Ah, das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Und hier passt gar nichts mehr. Da passt noch eine hin. Und so. Es muss ja nicht so hu super hundertprozentig, ne? Ein Kamin. Und ich hoffe mal inständig, dass mir da nichts abbrennen wird. Ich habe nämlich ein bisschen Netherrack mitgebracht. Können wir gleich mal ausprobieren. So, da fehlt Zaun. Wie sehen denn die Zinnen jetzt aus von der Entfernung hier? Moment. Oh ja, es ist doch ganz schnuckelig. Wie gesagt, so Verzierungen sollten wir noch anbringen. Was machen wir natürlich ganz zum Schluss? Ja, also noch ein paar so Zaundinger und vielleicht noch ein paar Treppenstufen irgendwie so als Deko noch reinbauen, irgendwie in der Art, ne? Jetzt das fehlende Stück. Ich bin immer hier gewillt, hier so rüber zu rennen, und das eines Tages falle ich da rein. Und es ist tief, kann ich euch sagen, ja. Also vorhin ist mir hier an der Ecke eine Fackel runtergefallen. Und da wollte ich die wieder hochtauchen, aber musste aufgeben. Ich habe die nicht wiedergefunden. Das geht hier so tief runter plötzlich. Ja, daran merkt man halt, dass man
wirklich richtig weit im Ozean ist. Alles gut. Das sieht gut aus. Eben das Licht, apropos Licht, mal innen überprüfen. Ob es auch. Okay, hier kommt kein Feuer hin. Hier kommt eine Fackel. So sollte es eigentlich schon. So, dann habe ich noch Türen mitgebracht. Jetzt, wo ich sehe. Einmal. Da sollte Scheibe rein, ne? Vielleicht können wir auch. Ja, Gitterstäbe sieht so ein bisschen arg nach Gefängnis aus, finde ich, ne? Das finde ich nicht so gut. Aber hier so zum Beispiel, ne, was ist doch eigentlich hell genug hier unten. Bisschen schummerig finde ich eigentlich ganz gut. Hier soll mein Bett hin. Das müsste auch klappen von der Deckenhöhe und allem, ne? Dann kommt hier noch irgendwie eine Fackel rein, vielleicht hier erstmal in die Ecke hier so. Da das Feuer, dann ist es hier hell genug. Aber hallo. So, dann lieber die Türen. So. Ah, ist natürlich nicht so schön, dass man da jetzt keine Automatik mehr dran bauen kann, aber das ist jetzt hier wirklich nicht so eine Hightech-Burg. Weiter geht's hier. Ich ziehe die Mauer hoch. Die Mauer vom späteren Werkhaus, ne? Ach so, über Fenster sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen. Oh, krieg ich Besuch? Ich krieg Besuch! Nein, das ist denn die Möglichkeit? Endlich kommt mich auch mal jemand besuchen. Ja, komm doch rein. Ach, du bist nicht. Ich will hier nicht. Jetzt spring bloß in die Luft hoch. Und ramm mein Boot nicht nochmal. Ja, aber es ist lange gut gegangen. Also eigentlich habe ich mich schon gefragt, was hier los ist, ne? Aber. Wo ist der denn bloß gespawnt? Auf dem Wasser? Im Wasser? So, können die das? Naja. Ach so, hier sollte noch ein Baum hin, ne? Ach, das machen wir auch zum Schluss. Dann züchten wir den auch hoch. Knochenmehl habe ich dabei. Ist also kein Problem. So, pass auf. Jetzt muss mal der Zeug hier weg. Also ihr wart dabei, als ich es gebaut habe. In Folge 1. Und 100 Folgen später reißen wir es wieder ab. Und da sollte ja auch mein Zeuge sein. Was für ein billiger Erdhaufen. Was hat er sich dabei nur gedacht? Was hat er denn dabei gedacht? Was hat er denn? So. Da seht ihr, ist doch gar keine Arbeit gewesen. Aber alles schon reicht wieder ordentlich und fein, ne? Gut, dann ist das unser neuer Werkraum. Es ist auch schön, also hat ein gutes Ausmaß, ne? Jetzt aber allerdings wieder gucken. Ich habe vor, Dreierhöhe, klar, aber dann oben noch mal wieder ein Flachdach, ähnlich wie drüben. Und ich denke, dann noch ein kleines Türmchen drauf mit einem Leuchtfeuer oder sowas. Das stelle ich mir sehr hübsch vor. So, ich mache jetzt erstmal die Wände voll zu. Fenster überlege ich mir danach und hause dann einfach wieder auf. So, erstmal will ich das hier mal so auf die Reihe kriegen. Wir haben nicht ewig Zeit, ne? Wir dürften jetzt, glaube ich, in meinen Berechnungen nach irgendwie an die 45 Minuten. So ungefähr kommen und irgendwann sagt Frau YouTube bestimmt zu mir: Hören Sie mal, Herr Vorbuhler, ne? Hören Sie mal gut zu hier. Können hier nicht einfach immer die Videos hochladen? Guckt doch keine Sau.
Da bin ich heute wieder ausgelassen. Es ist immer so, wenn ich Burgen baue, dann werde ich immer ausgelassen, albern und so, ne? Ja. Gerade noch eine Idee, wie man so Fenster gestalten könnte, wenn man die jetzt so ein bisschen. Obwohl, dann geht innen immer Raum verloren. Da kann man nichts mehr hinstellen. Ja, nee, komm. Lassen wir erstmal auf die konventionelle Art. Das ist schon gar nicht schlecht. Das ist wieder so eine komische Idee hier. So ein Fehler, der dann irgendwie mich inspiriert. Lass ich mal hängen. So, machen wir hier doch mal noch eine Abteilung drauf. Das soll ja dann Deckenhöhe sein. Na, hoch mit dir. Du Schuft. Ich hätte ja eigentlich mal die Minecraft-Musik einschalten können, ne? So, mal als Untermalung. Kann man das jetzt machen? Music. Da tut sich überhaupt nichts. Hallo? Da scheint die Anzeige irgendwie kaputt zu sein. Da kommt auch nichts. Es kann an diesem Snapshot liegen, den ich hier gerade benutze. Sind ja teilweise dann doch ein bisschen sehr verbuggt und so. Machen wir uns einfach keine großartigen Gedanken zu. Sehr fein. Ja, pass auf. Oh, ups. Der Boden muss natürlich rausgerissen werden. Da soll ein ordentlicher, schöner, hübscher Steinboden rein. Am besten sogar Schönstein. Jetzt sollen wir auch mal wieder gucken, dass wir so ein bisschen eleganter noch bauen. Ich habe nur noch 11 Schönstein. Das heißt, wir stellen uns auch gleich mal einen Ofen hin. Aber jetzt möchte ich hier die Decke noch reinziehen. Wie sieht's denn mit dem Holz aus? Ah. Das wird schon alles wieder. Ich noch geht es, aber. Achso, ihr meint auch wieder Halbhölzer. Das hätte man dann. Ja, stimmt eigentlich. Das stimmt eigentlich. Die sind ja auch praktisch. Da war ich dann jetzt vorschnell. Mal eben wieder weg mit dem Zeug. Ich komme hier echt sicher vor, trotz des Creepers vorhin. Ob das nicht ein wenig leichtsinnig von mir ist? Ist alles nicht so schlimm, da man ja hier sp hoffentlich spawnt. Wer weiß, ob das überhaupt klappt, ne? Gut, dann ziehe ich jetzt hier die Decke rein. Da habe ich gar keinen Vertrag mit. Naja, jedenfalls von wegen Musik. Ist da jetzt nicht viel passiert, ne? Okay. Oh, noch ein paar. Und noch ein paar. Gut. Nächste. Ich habe inzwischen natürlich auch in unserer Tempelhöhle, unserer Tempelstadt im Dschungel nochmal weitergemacht. Da bin ich ordentlich vorwärts gekommen. Das gucken wir uns natürlich in Kürze dann an. Klar, aber es wird ziemlich cool da. Also es gefällt mir sehr gut da. So, jetzt die Fenster am besten von innen. Da sieht man sehr schön, wo was hinpasst. Also nicht zu viel Wand wegkloppen. Da könnte doch der Turm drüber. Pass auf, dann lassen wir hier mal für Kisten und sowas. Vielleicht nur noch hier noch irgendwie so Einzellöcher oder sowas. Sowas ist doch ganz gut. Ah ja, das ist doch schön so. Da kommt dann Glas rein. Oh, Glas, ja. Ich sagte es doch bereits.
Ach klar, Sand brauche ich jetzt. Sand. Gehen wir tauchen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Schaufel habe ich auch nicht mehr. Na, seht ihr. Das ist mal wieder ein Hundewetter heute Nacht. Und überhaupt, Leute, ich habe festgestellt, ich drehe schon über eine Stunde. Meine Güte, das dürfte jetzt ein ziemlicher Rekord sein, wenn euch das so lange ist, was ich mir gut vorstellen kann. Es macht ja nichts, das Video bleibt ja ein bisschen und könnt ihr euch später ja den Rest noch angucken. Das ist ja kein Problem. So. Leitern mitgebracht und dann geht's hier wieder hoch. Ich brauchte jetzt einen neuen Eingang für meinen Keller. Oh, das ist ja sehr geschmeidig. Das ist sehr geschmeidig. Passt denn da jetzt auch eine Falltür drauf? Komme ich auch wieder zurück? Hervorragend. Ganz hervorragend. Ja, da kann auch eine Trittplatte. Hier jetzt schön eine Doppeltür, ne? Mit zack, zack. Auch hier Tipp. Große Karos auf den Fußboden. Sieht immer klasse aus, finde ich. Trittplatten. Ich habe kein Holz mehr hier. Draußen sind uns ein paar wunderschöne Bäume gewachsen. Also, ja. Die sind fast schon zu schön, um sie wieder abzuholzen. Aber ich fürchte, da komme ich dann nicht drum rum. Zumal, wenn es jetzt hier ans Dekorieren geht, brauchen wir noch ein bisschen Rohholz und so Sachen. Ganz hervorragende Technik. Ganz hervorragende Technik. So, und dann bin ich hier oben gerade zugange. Fackeln brauche ich wieder ein paar neue. Seht ihr, ich habe schon ein wenig hier außen mit so Verzierungen gearbeitet. So, hier kommt jetzt noch so ein Türmchen drauf. Ich hoffe mal, ich komme jetzt ein bisschen aus mit meinem Koppelstein und ich habe das Buddeln ein bisschen hinter mir. So, Sonne geht auf. Da könnte es jetzt auch wieder aufhören zu regnen, finde ich. Musik klappt übrigens auch. Ich habe sie schon gehört. Hab jetzt mal ein bisschen längere Pause gehabt hier. Also Drehpause vor allem. Damit das hier mal in die Gänge kommt. Ja, und ihr habt jetzt natürlich auch so 2, 3 Tage, mache ich jetzt auch, glaube ich, erstmal eine Pause. Nach dieser super langen Folge hier. Da habt ihr also auch ein bisschen Zeit, euch das ein bisschen zu verteilen, so. Ich nenne es ja nicht umsonst jetzt hier Schloss Wasserstein oder Burg Wasserstein, The Movie. Ja, habe ich mir gerade überlegt. Leute haben ja immer ein sehr ambivalentes Verhältnis zu den langen Folgen. Ja, überlege ich natürlich gerade wieder, wie ich da immer so am besten mal hinkomme. Vielleicht jetzt einfach mal Erde hier. Komm, das ist bequem. Das kann ich hinterher wieder weghauen. Und so wahnsinnig hoch muss er eigentlich auch nicht sein. Vielleicht noch eine Stufe und dann den Boden drauf. Sowas in der Art. So, genau. Ah ja, da werde ich dann schön so mit so Halbsteinen solche Unterbrechungen reinbauen. So, und jetzt kommt hier der Boden drauf. Wie mache ich denn den? Es geht nach oben so ein wenig weiter. Das Holzslabs da. Ist doch alles möglich. Hier soll die Treppe hochkommen, ne? Ja! Boah, das war aber jetzt ein Glück. Ich komme jetzt nur nicht wieder zurück.
Ich liebe Dirt. Das ideale Baugerüst. Drüben ist es eigentlich so gut wie fertig. Noch außen ein bisschen verzieren, innen das Bett rein, Feuer angemacht und dann war das schon da drüben. Mehr ist jetzt auch nicht nötig. Lalalalalala. Ja, dann habe ich doch tatsächlich auch mal wieder nach langer, langer Zeit eine Burg gebaut. Ja, das war richtig. So, jetzt außenrum. Sowas. Kleiner Balanceakt hier. Bloß jetzt nicht mit dem kleinen Finger zittern. Ups, das war's. Aber dann müsste hier drauf noch ein Dach, ne? Das werde ich vielleicht aus Holz konstruieren. Das sieht bestimmt cool aus, wenn ich das ein bisschen aus Holz mache. So, einmal rum. Der wieder weg. Denn hier nachts Wache schieben auf dem offenen Ozean und irgendwie. Ach so, Moment mal, da sollte ja noch ein. Ah, da sollte ja noch ein Feuerchen drauf. Oh, Leute, Leute. Hier kommt man von Hölzgen auf Stöckskin, das nimmt überhaupt kein Ende, ne? So. Pass auf, dann hole ich das auch direkt. Uah! Noch Leitern. Ich brauche Leitern. Oh, höre ich jetzt Zombie? Hier sollte ich eigentlich sicher sein. Alle Türen zu. Fenster sind auch schon drin. Fensterscheiben. Sollte also auch kein Problem mehr darstellen. So, wo habe ich denn das Dingenszeug hingetan? Hier. Extra mal 10 mitgenommen, das ist gut. Ich habe totale Angst, dass mir nachher das Haus abbrennt. Da muss ich hier halt Überstunden machen. Nee, kein Grind. Klack, 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 klack. Den noch. Und jetzt kommt da eine Lage. Netherrack drauf. Und ringsherum haben wir noch Halbsteine. Die reichen vielleicht sogar gerade noch. Dass das nicht ganz immer so klobig aussieht, ne? Ja klar, muss ich natürlich jetzt so wieder alles verbraten. Die Ecken denke ich auch mal, ne? Jetzt mache ich aber erstmal Feuer an. Und dann schnell hier noch ins Halbstein vor. Ist doch cool. Haben wir gerade ein bisschen Zaun da? Ich mache mal ein bisschen Zaun. Unten alles voll mit Zaun. Hier, Zaun her, Zaun her. Hier regnet es ja immer noch durch. Das ist nicht gut. Klar, ist ja auch klar. Ich meine, ist ja auch klar, ne? Dann müssen wir hier auch nochmal irgendwie was bauen. Was machen wir denn da?
Rohholz. Rohholz ist immer eine gute Alternative. Jetzt habe ich die Falltür natürlich unten gelassen, ne? Ja. Ach so, das passt auch überhaupt nicht. Na ja, gut. Das geht hier dann sowieso nicht mit einer Tür. Gut, da muss ich hier was drüber bauen. So hat sich das mit dem Reinregnen erledigt. Einer fehlt. Jo. Eine ganz andächtige Stimmung jetzt. Plong. Na, was denn jetzt? Ah. Okay, gefährliche Stelle. Ja. Ob das wohl geht? Bling, 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 bling. Eines Tages werde ich dann darüber springen. Hier müssen sowieso noch so ein paar Zinnen hin. Mehr holen. Sehe schon wieder, dass ich mit dem Koppelstein doch nicht auskomme. Obwohl, ich bin ja jetzt so gut wie fertig. Ich bin ja so gut wie fertig mit dem Koppelstein. So ist es gut. Klappt doch. Weiß gar nicht, was ihr wollt. So, jetzt gehe ich drüben Feuer anmachen und hoffe mal, dass es funktioniert. Habe ich noch dabei? Okay. Klacker, klacker. Da seht ihr euch mal diese schönen Bäume an. Ja, die geben uns massig Holz. Die Tür offen gelassen. So was. Oh, ob das wohl klappt? Axt ist jedenfalls schon mal da, damit ich einschreiten muss. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Gut. Oh. Okay, dann müssen wir oben noch irgendwas reinbauen, ne? Achso, den wollte ich auch sowieso einen tiefer setzen. So. Jetzt gehen wir mal aufs Ganze. Ach, wieder keinen Zaun dabei, aber hier irgendwie ein Zaun müsste eigentlich den Regen abhalten. Sieht ja sonst ein bisschen blöde aus. Schön. Ja, sehr schön. Bilder an der Wand. Ich habe natürlich leider keinen Sumpfkraut mitgebracht. Kann also keine Bilder herstellen, auch kein Bücherregal, um das mal so ein bisschen wohnlicher zu machen. Aber ich meine mal so, der gute Wille zählt, ne? So. Herrlich. Ja, das ist doch mal nett.
Und ich hoffe mal, das bleibt jetzt auch so nett und fackelt nicht gleich alles ab. Man hat auch so seine Erfahrung mit Minecraft, ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat schon was. Ja, das hat schon was. Wenn ich nur nicht immer die Zäune weglegen würde. Sogar Bricks habe ich noch mitgebracht, ne? Und blaue Wolle wollte ich auch noch zum Verzieren. Hatte ich so eine Idee, halt da hellblau vielleicht draus zu machen und so außen so Wellen. Noch so, keine Ahnung. Ich denke, das wird dann etwas zu langwierig, wenn ich mich damit jetzt auch noch befasse. Genau, und ich wollte noch den Zaun da in die Lücke machen. Ist echt niemand hier, ne? So ist cool. Hier noch? Noch so Zinnen, ja. Und zwar mache ich die folgendermaßen. Hier und dahin. Also solche komischen Teile hier. Die können wir ja vielleicht auch mal ein bisschen schief und krumm anbauen. Oder da mal eine. Jo. Hier in der Mitte. So, und jetzt geht gleich die Kletterei los. Eine Stufe habe ich nur noch. Ach jo. Kommt eine Stufe immer drunter? Auch schon so schön gemacht, dass man außen rumrennen kann. Gut, dann baue ich jetzt Stufen und dann baue ich noch ein bisschen da Schönheitssachen ran und dann kommen wir langsam auch schon dem Ende näher, denke ich mal. Na, das werde ich gleich ein bisschen richten und dann präsentiere ich euch nochmal das Endergebnis mehr oder weniger. Und die paar Minuten, ja, die haltet ihr jetzt auch noch aus. Guten Morgen. So, ich hab's geschafft. Der Countdown kann meinetwegen starten. Ich weiß, hier innen drin in der Kemenate ist es noch nicht besonders schön eingerichtet. Aber wir können aufs Dach gehen. Ja, wir können hier den Schornstein rauchen sehen. Ne? Das ist doch die Hauptsache. Zinnen sind oben drauf. Seht euch mal diesen schönen Wald da an. Oh, hier habt ihr einen schönen Ausblick auch drüben auf den Turm. Da waren noch jetzt ein paar Sachen, die ich noch machen wollte an der Ecke. An diesen Ecken da von den Säulen. Gehen wir mal hin. Ich fürchte, mir geht der Zaun jetzt ein wenig zu Neige. Aber wir schauen uns hier mal überall um, so in aller Ruhe. Also ich würde sagen, ganz hübsch geworden. Für so eine kurze Folge, ne? So, und da oben, solche Sachen wollte ich noch anbauen. Und den Baum hier noch hoch züchten. Genau, ich hole mal ein bisschen Knochenmark. Und dann werde ich mal draußen noch ein wenig nachhelfen. Der Baum hier, jawohl, so ist es doch viel schöner. Genau. Und natürlich noch ein bisschen Gras hier ab und zu mal hin, das nicht ganz so gebügelt aussieht, ne? Und das ist sehr hübsch. Ja, sehr hübsch. Sehr hübsch.
Das war auch eine der besten Erfindungen, ne, dieses Knochenmark. Da kann man alles so mit aufhübschen. Ich hatte ja eben nur die Idee, vielleicht mal noch ein bisschen Laub zu schneiden und hier ab und zu mal hin. Das sind alles Sachen. Ja, mein Gott, vielleicht kommen wir ja auch nochmal wieder. Ne, kann ja auch sein. Hier habe ich nochmal so einen Regalversuch gewagt. Sieht jetzt nicht so toll aus, weil ich jetzt hier auch solche Balken. Ne, müsste man vielleicht mit anderem Holz dann machen, was wir jetzt hier gerade nicht zur Verfügung haben. Draußen wollte ich noch eben die Zäune da oben dran pappen. Wie kommt man denn da ran jetzt? Geht überhaupt nicht. Müssen wir von oben machen. Bauen wir von oben ein Klettergerüst ran und dann sind wir fertig. Ah, hervorragend. Hier kommt man schon so ran. Das ist gut. So. Ja, seht ihr, jetzt habe ich nur noch 5. Ich brauche aber 8. Sogar mehr noch da hinten. Andere Seite muss ich auch noch machen. Da ist ja alles eine Sache hier. So. Ja, komm. Das schaffen wir noch, ne? Ein paar Zäune herstellen. Und, ich sehe nämlich jetzt schon nach dem Feierabend. Na, was tut man nicht alles? Eine komplizierte Sache, da bin ich ganz ruhig. So. Jetzt habe ich wieder völlig vergessen, wie viel ich oben nochmal brauchte, wie viele Ecken ich noch machen muss. Naja, ich schätze mal, jetzt kommen wir hin. Gut. Und die Ecke noch. Haha, perfekt. Ne? Hatte ich jetzt irgendwie im Gefühl so. Und es brennt auch noch nichts, ja? Es brennt auch noch nichts. Das ist auch ein großer Erfolg. Hervorragend. So, Leute, und jetzt noch ein kleiner Schwenk von ganz oben. Und dann bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zusehen bei dieser ewig langen Folge. Ich fand es aber eine schöne Sache, so schöne Abwechslung. Mal eine Burg gebaut, also großen Publikumswunsch mal entsprochen. Auch mal wieder ein bisschen Abwechslung gehabt. Überhaupt viel Wasser gesehen. Ne? Und einen richtigen kleinen Film gedreht. Meine Güte. Ja, und ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Hier. Das ist schon sehr schnuckelig. Ne? Aber was ich jetzt mache. Nachdem ich euch hier verabschiedet habe, jetzt gehe ich erstmal runter in die Höhle und dann gucke ich mir erstmal an, was da unten so los ist. Hahaha, da geht's runter. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut bis dahin, ne? Hör sie schon kommen.